Salute, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nerono Shorts. Heute mit dem Spiel Assassin's Creed Revelations. Oh yeah! Das ist ein ungewöhnliches Nerono Shorts. Das ist heute mal ein AAA-Titel. Da es in dem Format darum geht, dass ich mal kurz etwas anspiele, habe ich mir eine kurze Passage aus dem Spiel rausgesucht, in der ich noch keine 100% Synchronisation hatte. Wer gar nichts mit dem Franchise anfangen kann, der guckt sich besser ein anderes Video an. Das hier ist einfach nur... Autsch! Autsch! Plumpes Gameplay. In der folgenden Mission, die ich gerade spiele, geht es darum, dass ich innerhalb von 6 Minuten, also allgemein muss ich nur von A nach B kommen, aber als Bonusaufgabe muss ich das Ganze in 6 Minuten schaffen. Und deshalb halten wir uns mal ins Zeug. Ich bin ehrlich, ich habe das jetzt schon irgendwie ein paar Mal probiert in Aufnahmen, aber irgendwie hat da immer was dagegen gespielt. Deshalb schauen wir mal, ob es mir heute gelingt. Jetzt. Ja. Ich werde am Ende wahrscheinlich ein paar Outtakes dran schneiden. Ich habe schon genug aufgenommen. Muss ich mal so nebenbei anmerken. Dass ich sagen muss, dieses Spiel, das frustet mich ein bisschen mit seiner bezaubernden Steuerung. Kletterst du jetzt da bitte hoch? Danke. Ja gut, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Das ist, ja, ist halt ein Assassin's Creed-Teil. Keiner der neuesten, definitiv nicht. Ist der viertletzte, ungefähr. Aber nach diesem Teil habe ich keinen Assassin's Creed-Teil mehr gespielt, muss ich zugeben. Nicht, weil ich den, weil ich die Serie nicht mehr mochte oder weil sie mir zu obskurs wurde, sondern einfach, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe nicht die Zeit dafür gefunden und die Lust. Dabei hat mir das Spiel eigentlich viel Spaß gemacht. Oh, Baby! Ja, das wollte ich gerade eben auch schon machen, aber da habe ich verkackt. Wie war das, wenn ich so mache und ich... Na gut, hat nicht funktioniert. Ja, bitte weiter. Oh, Leute, war das nervig. Ich habe das Spiel jetzt schon seit gut 3 Jahren nicht mehr angerührt. Und die ersten, keine Ahnung, 20 Minuten, die ich aufgenommen habe, waren die Hölle. Die Steuerung ist doch ziemlich, abskurs, wenn man, regt mich halt auf, Mann. Ich bin gerade eben tatsächlich daran gescheitert, das in 6 Minuten zu schaffen, weil ich erst 2 Sekunden, nachdem die Zeit abgelaufen ist, die Steuerung verstanden hatte. Ja. Wie den Adler sind... Ach, scheiße, wie setze ich den ein? Pack die Armbrust weg. Fuck you. Thank you for nothing. Ich hab noch 4 Sekunden Zeit. Was ist das denn? Ich google das jetzt. Das war wieder 2 Meter vor Ziel, ne? Das nur, weil ich nicht weiß, wie ich diese Attacke ein... Du dummer Hurensohn, ich muss das... Ich muss den Joystick reindrücken, oder was? Oh mein Gott. Ja, bezaubernd, nicht wahr? Das hat mich glücklich gemacht. Könnt ihr noch was? Hallo. Boah, ne? Wupp mit dir. Passiv-aggressiver Nerolo ist passiv-aggressiv. Komm schon! Ja, bam, bam. Jetzt kommen krasse Wassereffekte. Wusch, schwusch. Ja. Direkt weiter. Nein! Dass der jedes Mal von dieser Wand wegspringt, als hätte er Angst vor ihr. Das ist doch nur gefällt. Hopp, hopp, hopp.
Ist schon ein sehr graziler Dude, ne? Dieser Ezio. Ich meine, wie er es einfach schafft, mit seinen 70 Kilo Manneskraft ein ganzes Holzgerüst aus 20 Zentimeter dicken Balken zu zer... Boah, Junge, regt er mich auf, ne? Magst du noch weiter in den Gegend gucken, oder machst du weiter? Ja. 100 Meter Sturz in ein 2 Meter tiefes Becken. Ist doch ein Klacks für den Ezio. Wärst du bitte so lieb? Danke. Ja, zu langsam. Ja, ist okay. Das muss schneller kommen. Ja, lässt du bitte... Oh mein Gott, bist du ein nerviger Zauberer. Hüp, hüp, hüp. Weiter, weiter, weiter. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Ja, 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 ja. Nein! Was machst du? Ich bin Ezio, ich springe im Dreieck. Hauptsache, ich mache einen Körper aus 50 Metern auf Stein. Denn das ist mein Fetisch. Manche mögen Füße, manche mögen Ohr. Ja, 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 ja. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 1 Minute 37. Leute, fiebert mit. Come on. Es muss schneller gehen, alter Mann. Aber wir sind fast da. Ja. Jetzt kommt dramatische kleine Cutscene. Oh, dieses Seil, das ist nicht gut befestigt. Soll ich es mir überlegen? Jetzt geh doch! Oh nein, was soll ich nur tun? Es reißt. Ah. Ich wäre dir schon dankbar, wenn die Cutscene nicht so lange dauern würde. Na los, mein Eis. Ja. Magst du mal was machen, Mann? Oh, doch so großzügig. Ja. Was willst du von mir? Ja, machst du es mal bitte auf. Danke. Welch eine filigrane Tür. B drücken, um zu interagieren. Gott sei Dank! Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Wenn euch nicht gefallen hat, dann gebt dem Ganzen eine negative Bewertung und haut Kritik in die Kommentare. Oh mein Gott, ich habe das jetzt eine halbe Stunde gespielt und ich bin scheißgebadet.
Jedenfalls habe ich gehofft, hoffe ich immer noch, dass euch das Ganze hier unterhalten hat und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Wir hören uns, wir sehen uns, auf Wiedersehen. Ciao. Oh, guck mich an, ich bin Ezio, ich kann aus dem Gully gekrochen, weil ich ein Stück Scheiße bin. Okay. Ich merke schon, Ezio hat da so eine kleine Abkürzung gefunden. Ach du Scheiße, ich kenne die Steuerung überhaupt nicht mehr. Nicht dahin, ich hasse es, oh mein Gott. Bälle gehen? Du sollst nach... Oh mein Gott. Hallo. Danke. Steuerung.